Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja und heute gibt es ein Video zum Thema Wutanfälle in der Trotzphase und wie man die stoppen kann. Ich kann dir leider nicht garantieren, dass du die komplett loswerden kannst und komplett stoppen kannst, einfach weil sie zu einer normalen Entwicklung des Kindes dazugehören. Aber ich kann dir Methoden nennen, wie du die Wutanfälle deutlich reduzieren kannst und viele von denen einfach vorbeugen kannst. Auch die Heftigkeit des Ausbruchs lässt sich sehr reduzieren. Nutze diese Schritte und du wirst erstaunen, wie ruhiger und entspannter dein Kind geworden ist. Und es gibt viele Möglichkeiten, die Wutanfälle zu begrenzen. Und im ersten Schritt empfehle ich sehr, deinem Kind immer Bescheid zu sagen, was ansteht. Die Kinder haben kein Zeitgefühl, die Kinder wissen nicht, was heute ansteht und es ist sehr, sehr hilfreich, wenn du deinem Kind im Vorfeld Bescheid gibst, dass in 10 Minuten gegessen wird. In 10 Minuten, wir gehen aus dem Haus. Es ist sehr hilfreich, vor allem wenn du zum Beispiel auf dem Spielplatz bist, kannst du deinem Kind im Vorfeld sagen, ich sehe, du hast riesen Spaß auf dem Spielplatz. Aber in 10 Minuten müssen wir gehen. Möchtest du nochmal rutschen oder schaukeln, bevor wir gehen? Somit ist dein Kind vorbereitet, dass bald werdet ihr gehen. Das Kind hat nochmal die Möglichkeit, Spaß zu haben, um zu rutschen oder zu schaukeln. Es hat Auswahl und somit kannst du den Wutanfall sehr gut vorbeugen. Aber super hilfreich ist, wenn du das Kind vorwarnst. Vor allem, wenn das so ein Kleinkind ist, was noch nicht so gut dieses Zeitkonzept versteht, ja, was 10 Minuten ist, was ist 5 Minuten, das weiß das Kleinkind nicht. Nutze Timer. Ich nutze das fast jeden Tag, das ist super hilfreich. Wir stellen auf unserem, also ich zeige meiner Tochter, ja, wir haben hier Timer, es sind 10 Minuten. Sie darf drücken, ja, oder mein Sohn, ja, der macht das auch ganz gerne. Wir starten den Timer und die Zeit läuft. So sehen sie überhaupt, was das heißt, 10 Minuten, ja, sie können das verstehen und ich sage denen, ja, wenn Timer losgeht, dann gehen wir. Dann müssen wir Spielplatz verlassen, wenn wir gehen nach Hause. Auch beim Zähneputzen, ja, ist es super hilfreich, wenn ich hier 2 Minuten Timer auf mein Handy drauf mache und die können verfolgen, wie die Zeit abläuft und in dieser Zeit putzen wir die Zähne und das hilft enorm. Also Timer mit Kleinkindern, ja, ein toller Tipp. Oft passieren die Wutanfälle, wenn die Kinder an Aufmerksamkeit leiden. Vor allem die Kleinkinder, sie brauchen sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Ja? Sie sind eigentlich egozentrisch, ja? Die ganze Welt dreht sich um die herum. Sie wollen Aufmerksamkeit und sie werden die Aufmerksamkeit bekommen. Und damit du die Wutanfälle und die Trotzanfälle vorbeugst, gib deinem Kind die positive Aufmerksamkeit. Weil die Aufmerksamkeit werden die Kinder sich holen, ob es positive oder negative. Ja? Was ich meine ist zum Beispiel, wenn das Kind nörgelt und weint und die ganze Zeit nach Mama ruft und du bist mitten am Kochen, ja? Du bereitest Abendessen vor und das Kind ist die ganze Zeit am Nörgeln. Du wirst es alles shoppen, was du gerade machst und du gehst zu deinem Kind. Dein Kind bekommt diese Aufmerksamkeit, was er sich gewünscht hat. Das war eine negative Aufmerksamkeit. Ja, du bist genervt, du bist gereizt, es brennt jetzt auf dem Herd. Du musst aber zu dem Kind gehen, weil es heult und dir keine Möglichkeit gibt, das Kochen weiter fortzusetzen. Um das vorzubeugen, schenk deinem Kind eine positive Aufmerksamkeit, bevor das Kind anfängt zu nörgeln, bevor das Kind anfängt, Mama zu vermissen. Ja? Es ist sehr, sehr wichtig, deinem Kind mindestens 10 Minuten am Tag, ja? Das ist das Minimum. Das heißt, du bist völlig mit deinem Kind, du vertiefst dich in die Welt deines Kindes, du gehst auf den Boden, du spielst mit deinem Kind, du machst, was dein Kind möchte, so dass das Kind ein Gefühl bekommt, ich bin im Zentrum Mamas Aufmerksamkeit, ich bin Mittelpunkt und du verbringst diese Zeit mit deinem Kind am besten morgens und abends. Ja? Das sind so zwei Sachen, wo oft die Kinder, wenn du morgens diese Aufmerksamkeit nicht schenkst, dann gegen Mittag wird dein Kind höchstwahrscheinlich nach dieser Aufmerksamkeit verlangen, indem es nörgelt, indem es schreit, indem es heult, so dass du alles liegen und lassen lässt und zu deinem Kind gehst. Beschäftige dich mit ihm und bemerke dein Kind. Bemerke sein positives Verhalten, bevor das ins Negative kippt. Das ist so toll, dass du gerade aufgeräumt hast, dass du dein Spielzeug gerade auf das Regal gestellt hast. Ich finde es klasse, wie du heute mit deinem Bruder umgegangen bist. Bemerke die positiven Sachen
und gib wenig Aufmerksamkeit, schenk wenig Aufmerksamkeit den negativen Sachen. Oft ist es bei uns umgekehrt. Wir merken, wir konzentrieren uns auf das Negative. Wir konzentrieren uns darauf, was das Kind nicht tut und wie er sich schlecht benimmt, was er nicht gesagt hat, ja, dass er Danke nicht gesagt hat. Aber wir sagen und merken nie, wenn das Kind etwas Gutes tut. Oder vielleicht merken wir das, aber sagen das nicht laut. Der nächste Punkt, der Punkt ist super wichtig, vor allem für Kleinkinder. Dem Kind eine Wahl geben. Übrigens, diese Punkte, die ich jetzt nenne, die ich bereits genannt habe, habe ich bereits in dem Video zur positiven Disziplin in der Trotzphase genannt. Die habe ich aber sehr komprimiert erklärt und in diesem Video erzähle ich dir viel mehr Möglichkeiten, Punkte und Tipps, die du als vorbeugende Maßnahme, bevor die Wutanfälle überhaupt antreten, was du alles nutzen kannst, um die Zeit mit deinem Kleinkind einfach entspannter und angenehmer zu gestalten. Also, deinem Kind eine Wahl geben. Ja? Ich wiederhole mich wieder. Dieser Punkt ist aber sehr, sehr wichtig. Deswegen will ich nochmal in diesem Video die Punkte wie Aufmerksamkeit dem Kind geben und die Wahl, die zwei Sachen. Super, super wichtig für die Kleinkinder. Ja, du kannst dein Kleinkind vorstellen mit zwei Eimer in den Händen. In einem Eimer, auf einem Eimer steht Aufmerksamkeit, auf dem anderen Eimer steht Macht. Wenn diese beiden Eimer gefüllt sind, volle Aufmerksamkeit bekommt das Kind und hat Macht, dann ist dein Kind zufrieden. Du wirst ja kaum Wutanfälle erleben. Wenn ein von den Eimern nicht gefüllt ist, kippt die Balance, das Kind ist nicht mehr im Balance und das Kind strebt nach diesen Sachen. Wenn du die Sachen umsetzt, wirst du kaum Wutanfälle bekommen, wirklich. Also, was heißt das? Eine Wahl geben. Klar, du musst gucken, was du für eine Wahl gibst. Du kannst deinem Kind nicht irgendwas zur Auswahl geben. Möchtest du heute zu Oma gehen oder möchtest du heute zu Hause bleiben? Ja, wenn es geplant ist, zu Oma zu gehen, das ist die Entscheidung, was die Eltern treffen und das Kleinkind kann das nicht entscheiden. Du musst ihm altersgerechte Wahl geben. Möchtest du heute die blauen Socken oder die roten Socken anziehen? Möchtest du heute einen Rock oder eine Hose anziehen? Möchtest du heute mit deinem Teddy oder mit deinem Hase kuscheln? Möchtest du heute zum Frühstück Brei oder Müsli? Möchtest du als Snack Apfel oder Karotte? Möchtest du dein Spielzeug jetzt oder in 5 Minuten aufräumen? Möchtest du heute dieses Buch oder jenes Buch lesen? Also unglaublich viele Möglichkeiten, viel Auswahl geben. Frag dein Kind, ja, was möchte es tun, was will es tun und du gibst deinem Kind die Macht, die Kontrolle über eigenes Leben. Oft sind die Kinder, die diese Macht nicht haben. Was sagen die Kinder? Nein, das mache ich alleine. Nein, 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 dieses Wort nein, das schreien die Kinder, die nach Macht streben, die nach Kontrolle streben, die wollen das selber machen und nein ist ein Wort, ein sehr starkes Wort. Sie haben das Wort entdeckt im Kleinkindalter und sie wissen, dass somit können sie eigene Grenzen setzen und sagen, nein, so geht es nicht. Nein, ich möchte selber entscheiden, was zu tun ist. Nein, ich möchte Kontrolle haben. Aber wenn du diese vorbeugende Maßnahme machst, wenn du den ganzen Tag dein Kind fragst, nach Sachen, die ich ja vorher erwähnt habe, die Beispiele, ja, die altersgerechte Beispiele, wo dein Kind Entscheidungen treffen kann. Möchtest du jetzt rutschen oder schaukeln? Wenn das Kind das bekommt, hat er Gefühl, Macht zu haben, hat er wieder das Gefühl, in charge zu sein, dass er einfach sein Leben kontrolliert und dieses Nein wird verschwinden. Auch entscheidend für Kleinkinder, die mögen Ordnung, die mögen Routinen, die mögen feste Abläufe. Und wenn sie wissen, wie der Tag gestaltet wird, werden die Wutanfälle zurückgehen, weil die wissen einfach, dass zum Beispiel nach dem Zähneputzen wird Schlafanzug angezogen, nach dem Schlafanzug wird ein Buch gelesen und dann wird das Licht ausgemacht und dann wird geschlafen. Wenn du jeden Tag das machst, hat dein Kind Routine, das Kind gewöhnt sich dran und es besteht eigentlich keinen Grund für Wutanfall. Nächster Punkt, müde, hungrig, überfordert. Die drei Sachen, die ja super Einfluss auf die Laune haben, wenn die Kinder müde sind, sind sie entsprechend gereizt. Achte darauf, dass die Grundbedürfnisse befriedigt sind, dass dein Kind genug Schlaf bekommt. Geh nicht mit einem hungrigen Kind einkaufen.
und räume zum Beispiel Kleidung abends raus, damit man morgens einfach schneller anziehen kann, was man bereits vorbereitet hat und das müde Kind nicht überfordert ist mit einer Auswahl an Kleidung. Beim Essen versucht auch nicht enorme Auswahl zu bieten, damit das Kind einfach nicht überfordert ist. Ja, 2-3 Sachen zur Auswahl, beim Spielzeug genauso. Deswegen sagt man in einem Montessori-Haus, weniger ist mehr. Das Kind, das Kleinkind ist schnell gereizt, wenn du zu viel hast. Zu viel Spielzeug im Kinderzimmer, zu viel auf dem Tisch, zu viel Auswahl an Snacks. Übrigens zu dem Thema Auswahl, an Auswahl bieten, das habe ich vergessen zu sagen, immer nur 2 Sachen. Das reicht für Kleinkind, 2 Sachen. Zwischen den 2 Sachen kann sich das Kind entscheiden. Sobald du anfängst, ihm 3, 4, 5 Sachen zur Auswahl anzubieten, dann ist das Kind überfordert. Wenn du verlässliche Regeln und Grenzen aufstellst und an diesen ohne Ausnahmen und Diskussionen festhältst, dann gibt es deinem Kind dieser Rahmen einen sehr guten Halt. Die Kinder brauchen Grenzen, die Kinder brauchen Regeln. Du musst aber super konsequent bleiben und ich empfehle sehr mit deinem Partner, das zu besprechen, was genau für Grenzen und Regeln ihr haben sollt in eurem Haus. Aber übertreib bitte nicht. Es muss ein gesundes Maß sein. Es ist nicht gut, wenn du dein Kind in jeweilige Form begrenzt und einschränkst. Die Kleinkinder in der Trotzphase, die testen gerne die Grenzen. Die wollen gerne wissen, wo liegen die Grenzen und die testen die. Erwarte nicht, dass du sagst, nein, es wird keine Schokolade vor dem Abendessen gegessen und dass dein Kind nie danach fragt. Ja? Dein Kind wird jeden Tag vielleicht danach fragen und du musst jeden Tag immer wieder das Gleiche sagen und wiederholen, bis das Kind versteht, das ist unsere Regel und es gibt keinen anderen Ausweg. Wenn du aber nicht konsequent bleibst und mal so eine Entscheidung triffst, mal eine andere Entscheidung triffst oder dein Partner andere Regeln hat als du, vor allem für kleine Kinder ist es super verwirrend, deswegen versuch konsequent zu bleiben, die Grenze zu setzen, mit deinem Partner das abzustimmen und sich dran halten. Nächster Punkt hängt mit diesem Punkt zusammen, wähle deine Kämpfer aus. Ich meine damit, dass du weißt, was dir wichtig ist, welche Grenze ist für dich super wichtig und das ist einfach No-Go. Ja? Das Kind darf einfach nicht das und das machen. Ja? Zum Beispiel bei uns dürfen die Kinder nicht mit Straßenschuhen drinnen laufen. Das ist No-Go, die Schuhe werden gleich ausgezogen, wenn man nach Hause kommt und das muss im Flur erfolgen. Ja? Und die Kinder dürfen nicht mit den Schuhen reingehen. Wenn aber Andreas mag keine Hausschuhe tragen. Sobald man ihm irgendwas anzieht, zieht er sich das aus. Wenn ich da drauf beharren würde, nein, du musst die Socken tragen, nein, du musst die Hausschuhe tragen, haben wir wieder einen Kampf, ja? Noch ein Problem quasi oder Machtkampf, das entsteht. Aber ich sage in diesem Punkt, okay, ja, diesen Kampf verliere ich. Ich vermeide unnötigen Stress, unnötigen Wutanfall, was entstehen kann, wenn ich drauf beharre, nee, du musst jetzt mit diesen Hausschuhen laufen. Ja. Er hat auch warme Füße, er möchte das nicht, er möchte barfuß laufen, dann soll er das tun. Deswegen sage ich, es muss ein Balance sein, es muss nicht überall Grenze, 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 Grenze sein, sonst wird dein Kind natürlich aus diesen Grenzen ausbrechen wollen und da hast du vermehrt Wutanfälle. Du bist ein Vorbild. Ja, du bist ein Vorbild für dein Kind. Dein Kind benimmt sich genauso wie du in vielen Situationen. Denke dran und überleg einfach, wie du dich benimmst, wenn du vielleicht irgendeine frustrierte Nachricht bekommst. Zum Beispiel ein Termin wurde abgesagt. Wie benimmst du dich? Bist du auch sauer, genervt? Haust du die Türen? Schreist du eventuell? Ja, bist du lauter? Oder versuchst du dich zu beruhigen? Dein Kind beobachtet alles und liest alles ab und eventuell später, wenn er selbst in dieser Situation ist, benimmt er sich genauso. Deswegen ist es wichtig, sich bewusst zu sein und überlegen, wie reagiere ich in Situationen, die mich frustrieren, die mich enttäuschen und so weiter. Und einfach versuch auch sich selbst zu regulieren, indem du deinem Kind auch, du kannst das alles aussprechen, ja, du kannst sagen, ach,
wenn dein Kind zuhört und zusieht, ja, was passiert ist, kannst du einfach laut sprechen und sagen, ja, Mensch, ich bin jetzt richtig frustriert, dass dieser Termin abgesagt wurde. Ich wollte unbedingt dahin gehen. Ich habe mich sehr auf diesen Termin vorbereitet, ich habe Zeit investiert und ich bin jetzt richtig frustriert. Ich muss mich jetzt irgendwie beruhigen. Ich mache mir jetzt einen Kamillentee und versuche mich einfach kurz hinsetzen, durchzuatmen und mich zu beruhigen. Du kannst es alles laut sprechen, deinen Gedankengang, so dass dein Kind sieht und versteht, wie du dich selbst regulierst, wie du dich regulierst in Momenten, wenn es, wenn es nicht nach deinem Plan geht und wenn du einfach keine Kontrolle über die Situation hast. Es gibt immer wieder Tage, wo man einfach sich selbst schlecht kontrollieren kann. Vielleicht schreit man oder schimpft man mit dem Kind. Es ist okay, wir sind alle Menschen, ja, es passiert jedem. Aber es ist wichtig auch, zum Beispiel, nachdem es passiert ist, sich zu entschuldigen. Tut mir leid, ich habe zu laut mit dir gesprochen, es war nicht in Ordnung. Ich hoffe, du kannst es mir verzeihen. Ich werde es nächstes Mal besser versuchen, ja, mich selbst zu regulieren. Das ist ein tolles Vorbild für dein Kind, zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich entschuldige mich für den Fehler. Ich bin ein Mensch, die Menschen machen Fehler. Das Kind wird alles aussaugen und so wie du dich benimmst, so benimmt sich dein Kind eventuell. Deine Taten sind eigentlich tausendmal besser als die Wörter. Schaffe für dein Kind eine Ja-Umgebung. Das heißt, du gehst durch das Haus, durch deine Wohnung und überlegst, ist es eine teure Vase, die das Kind eventuell in die Hand nehmen kann und zerbrechen kann? Wie viele Kabel liegen unter diesem Schreibtisch? Sind die Steckdosen abgedeckt? Möchte ich, dass mein Kind diese Schublade aufmacht oder soll ich die lieber zumachen? Und so weiter. Schaffe deinem Kind eine Ja-Umgebung, anstatt immer ihn zu begrenzen und immer zu schreien, nein, das darfst du nicht tun, nein, das hier darfst du nicht laufen, nein, das darfst du nicht in die Hand nehmen, nein, das ist nicht die Schublade für dich, nein, nein, nein. Ja, wie oft schreien wir nein? Überleg mal, wie oft du am Tag nein sagst. Wenn du viel nein sagst, überleg mal, wie du das vermeiden kannst. Wie kannst du deinem Kind eine Umgebung geben, wo er sich frei bewegen kann? Und der nächste Punkt hängt natürlich mit dem vorherigen zusammen. Nein, ja, du sagst vielleicht zu oft nein. Wenn du jedes Mal nein, 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 darfst du nicht. Das Kind zum einen lernt er das Wort nein ganz schnell und er versteht, dass nein ist etwas Mächtiges. Er wird das Wort auch ziemlich oft nutzen später, ja, wenn es verbal wird. Und dann wird es dir immer wieder Nein sagen. Wenn dein Kind oft Nein sagt, A war der erste Punkt Macht, ja, vielleicht hat dein Kind wenig Kontrolle, keine Entscheidungen über sein Leben. Und B, wie nutzt du deine Sprache? Hast du vielleicht zu viele Neins in deine Sprache? Neins und nicht laufen, nicht schreien. Versuch das in die positive Sprache umzuwandeln. Man kann ja zum Beispiel anstatt nicht mit den Straßenschuhen zu Hause rennen, zu Hause laufen wir mit den Hausschuhen. Anstatt nicht schreien, kannst du sagen, nutze bitte leise Stimme. Anstatt zu sagen, nicht hüpfen, kannst du sagen, die Füße bleiben auf dem Boden. Anstatt zu sagen, was es nicht zu tun hat, sagst du deinem Kind, was es zu tun hat. Weil nicht und nein, die ständig von der Mutter kommen, saugt das Kind auf und später wiederholt er das und sagt genauso viel nicht und nein und nein, 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 dann wirst du mit ihm viel Machtkämpfe haben. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Wenn das so ist, bitte vergiss nicht mehr Daumen hoch zu drücken. Sehr, sehr wichtig für YouTube, für Algorithmus, damit dieses Video noch von anderen Mamas und Papas entdeckt wird. Abonnier meinen Kanal, falls du noch kein Abonnent bist. Hinterlass mir einen Kommentar und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.